Hallihallo, meine lieben Freunde der gepflegten Starkraft-Unterhaltung und hier, das klicken wir mal ganz schnell weg. Wir gehen ins nächste Game hinein und das soll diesmal der Delphi gegen den Goody sein. Ha, ein kleiner Reim. Am späten, frühen Morgen, es ist gerade 1 Uhr nachts, ich kann nicht pennen und habe gedacht, ich mache nochmal schnell einen Replaycast. Und das Ganze hier ist ein EPS-Quali-Spiel für die Wintersaison 2011. Und wenn ich das richtig interpretiert habe, was da bei der Replay-Beschreibung dabei stand. Und das ist der gute Delphi, jetzt ja beim Team Alternate. Noch nicht allzu lange ist es her, da waren die beiden hier Teamkollegen, Delphi und Goody. Und der hat, wie gesagt, der gute Delphi hier auf der 9-Uhr-Position auf dem Shadow-Tempel gespawnt, spielt hier gegen Goody auf 3 Uhr als Terraner in Lila, wie immer. Und ja, das Spiel soll ganz gut sein. Habe ich mir sagen lassen. Und bei guten Spielen gucken wir gerne mal zu. Habe ich mir das mal gekrallt und jetzt habe ich sie hier auf dem Replaycast Operationstisch liegen quasi. Wall-In wird gebaut hier vom Goody. Jedenfalls so grob. Ein grober Wall-In. Close Air gescoutet von Delphi. Da ist er nicht, denn der gute Goody ist auf Cross-Position gespawnt. Und ich gehe mal davon aus, dass keiner von den beiden Close Ground scouten wird, da das mit Sicherheit eine Version der Karte sein wird, die ohne Close Ground daherkommt. Nichtsdestotrotz spielt Delphi hier erstmal 13 Gas, 13 Pool. Und schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Ja, er fährt auf jeden Fall rüber zum Scouten. Einmal quer. Goody fährt jetzt gerade auf die Close Air Position und danach direkt auf die Cross Position. Ein Gas ist hier schon am Laufen. Hier vorne die Barracks spuckt gleich den ersten Marine aus. OC ist auch gleich da. Also alles ganz normal. Ja, der Marine geht übrigens gleich mal rüber. Und das SCV orientiert sich auch nach hier vorne. Will dann bestimmt eventuell gleich nochmal ein kleines Bunkerräschchen eventuell ansetzen. Aber das wird nicht ganz klappen. Denn Delphi hat ja hier den Pool schon durch. Die ersten Linge sind unterwegs und auch die Queen ist im Bau. Und jetzt denkt sich hier Goody mit seinem SCV, hier ist ja gar nichts. Und hier vorne die Pop. Ja, fährt jetzt auch wieder nach Hause und die Marines latschen auch wieder nach Hause. Und der sagt, hier kommt, da drüben ist nichts. Alles klar, gehen wir wieder nach Hause. Wall-In jetzt hier fertig. Und das Gas läuft weiter hier für den guten Goody. Und was macht er? Er blockt jetzt hier die Echse mit einem halb angefangenen E-Bay auf der Expansion-Posi von Delphi, der jetzt gleich wohlmöglich die Echse setzen wird, wenn er die 300 hat. Das ist jetzt der Fall. Was jetzt der Fall ist, und jetzt kommt es auch, die Echse. Was für eine unfassbare Spannung hier, bis hier die Echse kam. Da war ein Fight hier, da ging ja hier auch drunter und drüber. Und der Bunker kommt, denn Goody, wie gesagt, hat jetzt hier gesehen, aha, keine Fast-Echse vom Zergi. Will er mich vielleicht ein bisschen basten, baut sich einen Bunker. Und ja, Delphi scoutet den. Speedling Upgrade ist jetzt hier auch bei 60%. Hier drüben gibt es die Goody-typische Factory, aber nur ein Gas momentan. Kein zweites, also wird er hier erstmal auf Hellions bleiben, schätzungsweise. Bunker wird hier gefüllt, der eine muss draußen bleiben. Da hier Papa ACV, hier, jetzt kannst du einsteigen. Starport jetzt im Bau, ja, da sind sie, die Hellions. Ich könnte mir jetzt hier noch so einen Elevation Drop vorstellen, halt mit den Marines und den Hellions und einem Dropship. Ein Creeptumor ist ja schon mal schön, Spinecrawler soll es hier vorne auch geben, denn auch Delphi hat so ein bisschen Angst vor irgendwelchen frühen Pushes und kann man sich auch super mit einem Hellion hier mal so ein bisschen safe machen. Also, dass er, wenn er hier vorbeigeschlotzt kommt, kriegt er schon mal ein, zwei Hits auf das gute Stück. Und hier vorne, ja, wird nochmal gescoutet. Ein Hellion ist jetzt hier unterwegs für den guten Goody. Ja, Queen injectet sich einen ab. Drei Linge stehen hier, machen das Ganze schon total safe. Jetzt kommt hier keiner mehr rein. Das ist für ewige Zeiten. Mit drei Lingen ist das hier absolut safe. Und vor allem jetzt, wenn der vierte noch dazu kommt, das ist hier uneinnehmbar. Die Festung von Delphi. Nein, natürlich nicht. Ist alles nur Spaß. Jetzt hier schon wieder Mist. Und wo ist das Hellion? Das Hellion chillt hier am Watchtower. Hier vorne schön wieder der Ovi reingesneakt von Delphi. Mittlerweile auch das zweite Gas hier im Bau. Plus dem Expand Center, dem Command Center natürlich. Und ja, dann habe ich mich halt so ein bisschen vertan. Ich dachte eigentlich, dass Goody so ein bisschen Druck machen würde.
mit den Hellions, aber jetzt gibt es doch das zweite Gas und da eben gerade haben wir es ganz kurz gesehen. Da hat er sich wohl verklickt. Es war hier der Kadukois-Reaktor, also das Ding für die Medivacs. Wir spulen nochmal ganz kurz ein paar Sekunden zurück. Wir spulen nochmal ein bisschen zurück. Habe ich mich so dolle verguckt und was ist hier los? Für 6,20. 6,10. Das war doch angeklickt, das Upgrade hier. Wir gucken einfach nochmal. So, auf Play. Jetzt gibt es den Switch hier aufs Techlab. Jetzt können wir nochmal ganz von vorne zuschauen. Hatte mich nämlich gewundert, dass ich das Ding... Das Ding sieht man nämlich in Pro-Games super selten. Das habe ich letztens erst angesprochen in einem der anderen Replays. Dieses Upgrade hier. Wir bleiben hier mal kurz drauf. Das hat er angeklickt. Ich bin mir sicher, dass ich das hier oben gesehen habe. Ne, ne, ne? Was ist hier los? Achtet mal drauf. Vorne Watchtower Fight mit dem Link vom Hellion hier vorne. Und wird der, ja, hier ist er angeklickt. Kadukois Reaktor. Hab ich doch richtig geguckt. Aber er bricht es gleich wieder ab. Jetzt ist es auch schon wieder weg. Deswegen habe ich das Switch-Spiel nicht gesehen. Das war nur wenige Sekunden aktiv, dieses Upgrade. Und das Hellion. Ah, es geht noch down, aber es wird einiges an Ding gekostet haben hier. Units Lost recht ausgeglichen. 40 zu 40 im Supply. Die ersten Benjis, beziehungsweise die erste Benjis unterwegs. Und der Siege Tank kommt ebenfalls. Hier vorne gibt es einen weiteren. Ach ne, es ist derselbe Spinecrawler, nur runtergeholt. Einen runtergeholt hat er sich hier. Einen Spinecrawler nämlich. Und ja, wie gesagt, ganz selten, was man das in einem Pro-Spiel mal sieht. Dieses Upgrade für die Medivacs. Wir gucken mal aufs Income aktuell. 27, 28 APM. 200 zu 100. Und da kommt auch wieder das zum Tragen, was ich in letzter Zeit so oft gesagt habe. Goodie im Makro-Spiel. Noch gar nichts groß los gewesen. Außer, dass halt die Benji jetzt hier drüben so ein bisschen rumflattert. Aber da hat er sich auch schon einen Spinecrawler, einen Spawncrawler gebaut. Und hier zwei, drei Queens, die hier hochgelatscht kommen. Da ist nicht viel zu holen. Aber hier halt diese 100 APM im Early-Game für Goodie. Wenn man da mal noch mal ein paar Wochen und Monate zurückdenkt, da war er da bei 75, 80, maximal 90. Jetzt ist er da schon bei 100. Das ist richtig stark. Der arbeitet an sich. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Siege Mode kommt jetzt auch. Das zweite Orbital ist im Bau. Und der Creep Spread hier von Delphi, der kann sich sehen lassen. Der ist sehr, sehr, sehr gut mit dem Creep hier unterwegs. Hat ja auch eine extra Queen dafür am Start. Hier drüben kommt noch mal eine kleine Truppe fliegender Propeller-Modis, aber die werden auch rechtzeitig hier noch gesehen, denke ich, denn der Overlord hier steht ganz gut und der Spinecrawler, wie ich so spiele das Spinecrawler. Ja, es ist 81, bin schon wieder so ein bisschen, ich bin eigentlich müde, aber ich kann nicht pennen. Der Spawncrawler natürlich hält das Ganze hier so ein bisschen safe, aber hier gibt es schon mal so ein paar empfindliche Hits auf die Queen, aber das gibt sie nicht. Aber der Spinecrawler hier auf jeden Fall schon mal so ein bisschen angesoftet. Hier unten, jetzt hier die Echse rausgeliftet. Gas 3 und 4 für den Goody Roaches und Spire jetzt für Delphi. Also die Roaches gibt es schon und den Spire hat er gerade gestellt. Und wir gucken mal, wie es weitergeht. Und hier vorne den Spire, normalerweise versteckt man den immer hier doch hier so ein bisschen im Schatten, damit das nicht so auffällt. Aber er macht es direkt da vorne. Und hier vorne wird mal hier so ein bisschen der Propeller wieder so ein bisschen gerade geschraubt. Hier vor den SUVs, dann ist ja alles ein bisschen verbogen hier. 64, 76 Supply, die ersten Vikings, weitere Factories. Ganz typisches Goodie Play, was jetzt hier aufgezogen wird. Hier vorne macht sich Delphi auch die Gold Expansion frei. Und jetzt geht das Ganze hier so ein bisschen, obwohl beide kaum Damage gemacht haben bisher. 400 zu 200 Units lost hier vorne. Was ist da los? Ach, hier der Overlord. Beziehungsweise Overseer wird verscheucht und gekillt. Kackt hier aber nochmal schnell ein ab. Um nochmal ganz genau nachzugucken. Weitere Tech Labs sind jetzt hier im Bau. Ah, der Panzer macht's. Boom. Boom, boom, der Panzer. Hier vorne wieder die Benjis unterwegs. Die Goldechse kommt für den guten Delphi. Und hier vorne, was war da los? Ja, da kommt ein Spawncrawler. Diesmal nicht Spinecrawler gesagt. Aha. Nochmal ein paar Hits hier auf die Expansion. Da kommt nochmal eine Queen. Verteilt hier ihre Dartpfeile. Aber zwei Queens, beziehungsweise zwei Benjis. Gegen eine Queen wäre einfach. Aber jetzt sind auf einmal wieder drei Queens da. Egal wo er ist hier, da sind immer die Queens da. Die ersten Tore sind jetzt da. Upgrades laufen auf beiden Seiten. Sieben Mutalisten kommen ebenfalls für Delphi. Und der Queen versucht sie vorne nochmal mit seinen Benjis jetzt hier. Aber da kommen die Mutalisten instant raus. Da muss er sofort abhauen. Cloak gibt es nicht. Da hat er vielleicht Pech und verliert jetzt hier zwei seiner Benjis. Aber warum passt Delphi nicht auf und fliegt mit seinen ganzen Mutalisten hinterher? Der nimmt nur zwei. Jetzt hier vorne erst wieder
am Sterzchen. Gut, ich versuch's nochmal hier mit seinem Spread der Benjis. Eine geht aber auch und die zweite hier oben auch. Das hat hier nichts gebracht. Jetzt gibt's hier gleich mal als Reaktion die Missile Turrets, um seine Tanks und seine Units zu schützen. Hier haben wir aber auch schon den ersten Todesbringer für die Mutas, wenn es kein Magic Boxing gibt. Nämlich den Tor. Und ich habe letztens wieder in der deutschen Version gehört, die Sprüche von dem, einfach nur geil. Aus dem Weg, ihr Idioten. Und ist einfach nur der Knaller, was die für Sprüche raushauen. Jetzt gibt es halt hier Mars Factory, hat jetzt 4 Stück, 3 Tech Labs, 1 Reaktor. Und Blue Flame gibt es auch noch, da wird er wohl Thor Hellion spielen. Und kann er noch Bio dagegen stellen? Hat er eine Barracks? Oh, eine Barracks hat er. Ist nicht so viel. Hier vorne mal 1, 2, 3... Supply Depots, aber jetzt kommt hier der Viking und der Tor. Schön die angeschlagene Mutas hier, der Reihe nach raus, Micro, das eine im Depot nimmt er auf jeden Fall noch mit. Hat er gut gemacht hier, der Delphi. Nächste Expansion jetzt hier auch schon unterwegs und ja, bei Goody ganz typisch hier, Panzer, Hellions, Tore. Macht jetzt hier wohl mobil und was kann Delphi eben entgegenstellen? Er hat jetzt hier ein paar Linge. Ein paar Roaches 1-0. Pathogen Glance für die Investoren kommt. Ein paar Spinecrawler werden jetzt hier noch hingeschickt. In die Gold-Echse, die jetzt hier vorne schon läuft. Hier die Mutas kriegen wir vielleicht noch. Oh! 3 Tore hier am Start. 4 Tore. Ein Haufen Marines, SCVs, Panzer, Hellions. Also hier kommt einiges jetzt angefahren von Goody. Und die Upgrades laufen auch. 0-1 ist schon da. 1-1 kommt gleich. Die ersten Marines hier. Vorne, die eine Creep geht schon mal down, auch hier vorne wird der Creep schön rausgescannt. Die Herren jetzt rösten, was das Zeug hält, aber hier ist gerade der, also wir noch rösten. Denn Delphis Armee steht hier oben. Und jetzt geht's von zwei Seiten drauf, hier mit den Link und den Investoren, von der anderen Seite mit den Roaches und den Mutas. Hier schön das Surround von Delphi, aber kann das ausreichen hier? Für ihn, das sieht ganz gut aus, die Tore fallen, hier einer steht noch. Die Herren jetzt können natürlich nichts machen gegen die Roaches und der Investor. Auch zurück, hat hier seine Arbeit getan. Die Frage ist laut, aber hier kommt doch noch länger im Spiel als gedacht. Der eine Tor hier rockt die Bude. 8 Kills, 9 Kills, 10 Kills. Dann geht er aber down. 85 zu 137. Hier oben die Echse läuft jetzt auch für Delphi. Und der Creep Spread, der ist echt Sahne. Also so für 13, 14 Minuten. Man muss auch jetzt auch bedenken, dass hier Goody einige schon abgeräumt hat. Aber der Creep ist echt super stark hier vorne. Und wenn man ein bisschen versucht, hier mit den Hellions was zu machen. Die haben jetzt ja auch gleich ihr 1-1 Upgrade und rösten dann nochmal ein Stückchen besser gegen Eco. Aber da kommt er eben nicht wirklich hin. Er muss hier aufpassen, denn es gibt eventuell den Gegengo von Delphi mit seinen Roaches. Der jetzt auch auf den Hive-Tag geht und 13 Worker aktuell nochmal rauspumpt. Ja, 100 zu 160 im Supply, ein paar Siege-Tanks, die jetzt hier die Gold unter Feuer nehmen, während hier der gute Delphi hinten rum rein möchte bei Goody. Denn er vermutet hier eventuell schon die dritte, die man auch durchaus schon hätte haben können, so nach 16 Minuten. Ich will ihm hier keinen Vorwurf machen, er baut ja auch hier schon, beziehungsweise sie ist schon ready, aber er hat sie halt noch nicht rausgeliftet. Aufgrund des Fights hier vorne wird er mal versucht, mit den Herren ein bisschen zu stressen, aber die Roaches sind schon am Start. Da ist nicht wirklich viel zu machen. Wir schauen mal kurz aufs Worker-Kill-Tap. 6 zu 3, das ist nicht wirklich viel in dem TVZ, muss man mal ganz klar sagen. Und wir schauen nochmal auf die APM. 99 zu 230 weitere Tore. Siege-Tanks und Hellions werden hier gebaut auf der anderen Seite von Delphi. Gibt es ihn jetzt hier vorne, den Greater Spire? Jedenfalls ist er im Morph. Und hier vorne die Roaches, schon mal hingestellt. Und hier, oh, hier ist ja gar keine Echse. Denkt er sich. Und Gold jetzt hier freigemacht, da kommt die... ja, CC wollte ich sagen, aber es ist ja schon ein OC, denn eigentlich hätte ich hier gerne eigentlich eine PF gesehen, aber Goody baut da einfach mal ein Orbital hin, gar kein Problem. Aber erstmal werden die Roaches hier noch vertrieben werden, sonst hier nichts gute Mining. Hier oben schon mal die nächste Echse, hier stehen auch schon mal so ein paar Sneaky Hellions, die sieht hier Delphi noch nicht, aber wenn er das Gas hier nimmt, wird das wohl eventuell gleich sehen. Ja, Echse wird gelandet, 130, 190. Und auch hier oben nochmal eine Echse, also Double Expansion von Delphi. Der halt hier Speedling Infester, Roach und Mutas hat und dann eventuell auch gleich noch die Brutlords. Oh, Nydus-Kanal. Wo will er den denn ausladen? Nydus hat er in der Nähe von Nydus Base eigentlich nicht. Aber der Nydus-Kanal wird... ja, saturiert, besetzt. Greater Spire gerade fertig. Hier oben setzen sich die Hell jetzt wieder in Bewegung. Ah, hier zwei, drei Worker können wir mal abrösten, aber das ist jetzt nicht so, wie es hält. Hier
vorne der Gold, geht's auch mächtig zur Sache. 150 zu 200. Und was ihm jetzt gleich fehlen wird, denn 5 Brutlords sind im Dorf. Er hat hier ein paar Vikings, okay, er hat den Zahn der Zeit hier doch schon erkannt. Oder hier die Zeichen der Zeit erkannt, so rum. Dass er jetzt hier Vikings braucht, hat er das hier gesehen, dass es hier einen Greater Spire gibt? Ja, er hat hier den Morph gescannt. Und wo ist der Virus? Ah, hier oben. Nicht schlecht, aber da müssen wir mal kurz zurückspulen. Wie ist er da denn hingekommen? Das würde mich mal interessieren. Ja, ihr dürft mir das hier nicht übel nehmen. Es ist, ah, hier mit dem Overseer, alles klar. Alles geklärt. Es ist halt jetzt, wie gesagt, hier 2:30 Uhr nachts. Ich wollte eigentlich, ich lag schon im Bett, aber ich kann nicht pennen. Bin so ein bisschen müde, aber ich kann halt trotzdem nicht schlafen. Und dann habe ich gedacht, machst du mal ein bisschen Replay-Caster reinkommen. Und ja, Nydus jetzt hier oben mit dem Overseer. Habe ich natürlich vorher schon gesehen, dass der hier war. Und was macht gut für die Units? Zieht er sich zurück. Hier kommen 1, 2 Hellions und der Tor, ein paar Tanks, noch mehr Hellions. Auf der anderen Seite gibt es einen Run-By-Versuch mit den Lingen. Oh, der Overseer. Ja, der Tor hier. Bum, bum, alles Schrott. So, noch ein paar Tore. Siege-Tanks, Hellions. Das reicht dann irgendwann aus, um die Roaches zu killen. Aber hier hat er ein bisschen ja, was übersehen, denn da sind noch ein paar Linge. Zeigt gleich auch hier unten die Expansion, die Knight erstmal. Denn er hat da hier schon in weiser Voraussicht die Steine abgerissen. Und der Delphi jetzt auf 1, 2, 3, 4, 5 Basen. Das haut mal richtig rein. Plus halt noch seiner Hedge hier. Einen zweiten Spire für noch mehr Upgrades. Also der will hier richtig die Upgrades rauspushen. Hier noch die Makro-Hedge. Hier das geile Hive-Tech-Gerät hier in der Natural Expansion. Vorne werden jetzt gerade die Dinge weggeröstet, weggefüllt, aber hier vorne bewegt sich schon Delphi nach vorne mit den Brutlords, mit den Corruptern, mit den Infestern und den Lingen und den Roaches, mit allem, was das Zergherz so hergibt, außer Ullis, vermeintlich und Bane-Dinge. Aber hier eine ordentliche Anzahl von Vikings auf der Seite von Ulli, aber die stacken, muss er aufpassen. Aber er kann mit den Infestern da nicht reinlaufen, die stehen nur eine Menge Siege-Tanks und die Vikings, oh, kriegen jetzt ihren Fangel ab. Plus den Corruptor, da geht hier einiges back down. Oh, die Vikings. Die Vikings, alles Schrott, bis auf da. Die zwei gehen hier hinterher down. Richtig stark. Aber auch Delphi hat hier alle Brutlords dabei verloren. Bei der Geschichte. Aber hier vorne werden schon gleich mal wieder ein paar neue reingemorpht. 2 Stück schon ready. 3 weitere sind im Morph. Brutlords hat er noch am Start, beziehungsweise Corruptor. Und der Creepspread, guckt es euch an. Ich meine, okay, mittlerweile 22 Minuten gespielt. Da kann man schon mal ein bisschen was gecreept haben. Aber das ist schon ziemlich stark hier. Die Map-Control von Delphi. Wir gucken mal. Der weiß ganz genau, was Sache ist. Hier unten hat er auch noch ein paar Roaches stehen. Der weiß, dass Goody hier nur noch diese paar... Ja gut, der hat die Gold und der meint auch hier oben. Aber er hat halt nicht so viel wie eben Delphi. Delphi hier, Delphi da, Delphi sowieso. Delphi hier und da und da. Und hier kommt wieder die Armee mit dem 1-0, die Upgrades. Und der Ultralistenhöhle hat er sich auch noch gegönnt. Jetzt gibt es auch noch Ultralisten mit dem Chitinous Plating Upgrade, was hier gerade in Entwicklung ist. Und Goody stellt sich hier nochmal hin, nutzt hier schön diesen kleinen natürlichen Schutzwall aus, stellt sich dahinter. Ah, da kommen wieder die Brutlords, jetzt müssen die Vikings wieder aushärten. Aber guckt euch auch mal an, den Corruptor, der hat 10 Stück. Das ist ja nur eine Frage der Zeit. Goody blutet hier langsam aus. Da kann er nicht mehr wirklich machen. Neue Parasite. Und die fangen jetzt wieder auf. Die Vikings, sie gehen ja alle down. Die Corruptor kümmern sich ebenfalls noch um die Brutlords. Hier einer macht sogar gerade noch Pause. Hier geht alles danach und nach down. Es gibt keine Anti-BR mehr hier vorne. Kommt noch mal ein paar Vikings an, aber das wird nicht reichen. Hier die Corruptor-Anzahl. Einfach zu hoch von Delphi, der auf 190 Supply ist. Goody auf 100 runtergekommen. Konnte man auf die Minimenten verpassen, gerade keinerlei Run-By-Action oder Drops. Und jetzt gehen die letzten Vikings down. Danach muss es das Spiel von Goody. Der hat hier einfach nichts mehr. Ja, da kommen nochmal 2 Vikings. Oder was willst du mit 2 Vikings hier gegen 10 Corruptor? Plus auch noch hier die ganzen Investoren, die überhaupt nicht im Kampf gerade beteiligt sind, weil die gar nicht drauf. Die Vikings werden gecallt hier nochmal, um die ein bisschen zu retten, um halt auch den Panzer noch so ein bisschen zu schützen. Um die Brütlinge wegzuschießen. Ja, schauen wir uns mal die Upgrades an. 1-0. Und hat er noch irgendwo einen Ling? Ja, die Ultralisten hier. 2-3. Chitinous Plating ist ja durch. Dann hat er hier gleich 2-4. Hier gibt es nochmal einen Expansion-Versuch von Goody. Aber das wird wohl nicht mehr funktionieren. Delphi weiterhin am Supply Max. Hier 200 Supply gegen 115. Wir gucken mal aufs Army Supply. Ja, 50 zu 120. Da ist hier natürlich der arme Goody ganz weit hinten. Versucht es jetzt nochmal mit ein paar Missile Turrets. Und
weiteren vier Vikings, die gerade im Bau sind. Er muss dann also noch einen zweiten Starport irgendwo haben. Er hat sogar drei, aber halt nur einen mit Reaktor. Und jetzt geht's hier drauf. Guckt euch an, so viele Ultralisten. 10 Ultralisten. Manchmal schon mal so viele auf einen Haufen. Fange die Corruptor. Guni, gar keine Chance. Neue Parasite. Also der gibt sie hier von allen Seiten. Und auch noch hier der neue Parasite, wie gesagt, auf den Südstank. Die Vikings runtergebaut. Da kannst du nichts mehr machen. Guni ist draußen. GG. Und da ist es vorbei. Hey, hey, geiles Game, nachts um 2:30. Schönes Spielchen und wir gucken uns gleich noch das nächste an. Eins mache ich noch, weil sonst lohnt es sich ja nicht. Und, ja, mal eben vorne. Klopft's euch rein. Wir sehen uns demnächst wieder mit dem nächsten Game. Wenn es euch gefallen hat, schaut mal auf die Webseiten, Facebook und vom Clan und alles. Die ganzen Links findet ihr unten in der Channel-Beschreibung auf YouTube. Ein paar Abos und ein Likes. Würde ich mich, wie gesagt, auch freuen. Ansonsten lasst's bleiben. Und wir sehen uns dann im nächsten Spiel. Und das wird gleich hier hinterherkommen.